Stahl. Ein Kraftprotz unter den Werkstoffen. Er steht für den industriellen Fortschritt von gestern, heute und morgen. Stahl ist der Superstar der Moderne. Und er steht für eine große deutsche Dynastie. Alfred Krupp ist ein Pionier, der die Stahlverarbeitung zu seiner Passion gemacht hat. Das ist meine Musik. Und die spielt in Essen, dem Firmensitz des alteingesessenen Imperiums. Er war schon besessen und getrieben von seiner Idee. Genauso wie sein Gegenspieler. Jakob Meyer will das Unmögliche wagen und Stahl in Form gießen. Kommt her, alle herkommen! So ein bisschen durchgeknallt muss man schon sein als großer Erfinder. Der große Alfred Krupp glaubt nicht an Meyers Vision. Meyer betrügt. Hören Sie auf mich. Dann wurde die Sache unfair. Sie nennen mich also einen Scharlatan? Ja, Scharlatan. Das war ein Hammer. Zwei Rivalen, die gegensätzlicher nicht sein könnten. Eine umstrittene Erfindung und ein revolutionärer Weg, Stahl zu zähmen. Als am 8. Oktober 1826 der Stahlfabrikant Friedrich Krupp in Essen stirbt, läutet auch über seiner Firma das Totenglöcklein. Verehrteste Frau Krupp, ich möchte mein herzliches Beileid Ihnen und Ihrer Familie. Ich danke Ihnen vielmals. Für den ältesten Sohn brechen harte Zeiten an. Alfred ist gerade mal 14, als er den Vater verliert. Das Erbe bestand aus einem winzigen Häuschen, drei Geschwister, die er versorgen musste, eine Handvoll Arbeitern und Schulden. Schulden, die, wenn wir die nach heutiger Währung umrechnen würden, etwa 1 Million Euro betrügen. Hoffnungslos überschuldet. Jeder andere hätte das Unternehmen zugemacht. Doch die Stahlfabrik für immer dicht zu machen, kommt für Alfred und seine Mutter nicht in Frage. Selbst in der größten Trauer kämpft Theresia Krupp um jeden Kunden. Warten Sie. Mein Mann kannte das Rezept für Gussstahl. Verehrteste, ich bitte Sie. Glauben Sie mir. Er hat es meinem ältesten Sohn verraten. Ja, Frau Krupp. Niemand will der Witwe glauben. Mit seinen ruinösen Geschäften hat ihr Mann das Ansehen der Familie schwer beschädigt. Es liegt jetzt an Alfred, den guten Ruf der Familie wiederherzustellen. Der Teenager hat weder Geld noch eine Ausbildung. Aber er ist ehrgeizig. Er wollte natürlich beweisen, dass die Familie keine Versager sind. Alfred fasst einen Entschluss. Er will die Nummer 1 der Stahlunternehmer werden. Aber nicht in Deutschland, sondern in Großbritannien sitzen die Meister ihres Fachs. In den Hütten von Sheffield entstehen die besten Stahlprodukte der Welt. Die Engländer haben längst erkannt, Stahl ist der Werkstoff der Zukunft. Nach einem Geheimverfahren legieren sie flüssiges Eisen mit anderen Metallen, bis der Werkstoff entsteht, den das Industriezeitalter so dringend braucht. Stahl ist viel härter und flexibler als Eisen. Er kann immer wieder eingeschmolzen und bearbeitet werden. Schmieden und pressen, formen und walzen. Die ersten Erzeugnisse sind klein, aber fein. Englisches Uhrmacherwerkzeug erobert schon bald den Weltmarkt. Auch deutsche Handwerksbetriebe benutzen die filigranen Instrumente von der Insel. Die meisten allerdings nur widerwillig. Ach, Engländer. Die Briten bleiben nicht bei kleinem Werkzeug. Schon bald liefern sie auch den Stahl für die Schwerindustrie. Die vorbeifahrenden Schiffe auf dem Rhein sind für den Uhrmacherlehrling Jakob Meyer der Höhepunkt des Tages. Ist das Stahl? Viel härter und besser als unser Eisen. Die Rezeptur des britischen Stahls kennen die Deutschen damals nicht. Das Geheimnis wird streng gehütet. Und die Engländer lassen sich ihren Wettbewerbsvorteil teuer bezahlen. Onkel, wie kriegen die das hin?
Wenn ich das wüsste, müsste ich es denen nicht für viel, viel Geld teuer abkaufen. Viel zu viel Geld für mich, verflixt und zugenäht. Was viele Kleinbetriebe an den Rand ihrer Existenz bringt. Feinmechanische Instrumente mussten aus reinem Stahl gemacht werden. Die waren darauf angewiesen. Eines Abends wird der junge Jakob Meyer Zeuge eines kleinen Experiments. Der Uhrmacher will die sündhaft teuren Werkzeuge auf eigene Faust herstellen. Er beobachtet, wie sein Onkel eine zerbrochene Zange einschmilzt. Den flüssigen Stahl gießt er direkt in eine selbstgemachte Form. Ohne Walzen, ohne Schmieden, ohne Zwischenschritte. Jakob ist völlig gebannt. Die Idee seines Meisters, flüssigen Stahl direkt in eine Form zu gießen, hält er für genial. Dieser Lehrmeister hat nicht viel zustande gebracht. Und Meyer sagte später, er hätte ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Aber die Idee war ja da. Und für Jakob hat sich die etwas eintönige Uhrmacherlehre doch noch gelohnt. Dass er mit dieser Idee Jahre später gegen einen mächtigen Stahlunternehmer antreten wird, ahnt er nicht. Die beiden wissen nichts voneinander, als sie in die Startlöcher treten. Auch nicht, als Alfred Krupp und Jakob Meyer nach England gehen, um Werksspionage zu betreiben. Die Deutschen im 19. Jahrhundert waren das, was heute Chinesen sind. Das heißt Industriespione auf breiter Front. Man geht dahin, wo es gemacht wird, schreibt alles auf, lernt, wie es geht, bringt es nach Hause und macht es nach. Patentschutz gibt's nicht. Und so versucht Jakob Meyer, Stahl nach englischem Standard zu gießen. Alles kaputt. Ärgerlich. Wir müssen einen Ton finden, der so wie der ist von den Engländern. Herr Meyer, Herr Meyer, sehen Sie sich das an. Was ist damit? Der hat keine Risse. Zeig her. Woher hast du den Ton? Aus der Eifel. Aus der Eifel. Brandenburg, das ist er. Das ist ja, unser Ton. Endlich hält Meyer einen feuerfesten Tontiegel in Händen, in dem er seinen Stahl kochen kann. 1842 gelingen dem frisch gebackenen Unternehmer in Bochum die ersten Produkte aus Gussstahl. Und die Qualität kann sich sehen lassen. Chef, schauen Sie. Was gibt's? Aus einem Guss mit Stahl aus den neuen Tiegeln. Ich glaube, die kriegen wir besser hin. Ein Durchbruch, aber kein großer Vorsprung. Denn im nahen Essen sitzt ein ebenbürtiger Konkurrent. Alfred Krupp lebt für seinen Stahlbetrieb. Und nur dafür. Seine noch junge Ehe steht nicht zum Besten. Er hat Bertha Eichhoff geheiratet, eine Beamtentochter mit künstlerischer Ader. Wohin zog sie mit ihm nach Essen? In ein Haus, das mitten in der Fabrik stand. Das heißt also in Qualm, in Ruß. Dieser Hammer machte so viel Krach, dass im Haus in den Vitrinenschränken das Porzellan zerdepperte. Alfred, wieso gehen wir nicht mal wieder ins Konzert? Das hier, meine liebe Bertha. Das ist meine Musik. Ein Leben auf dem Abstellgleis. Auch setzen Staub und Ruß Bertha schwer zu. Am Ende leidet sie an Asthma. Er war stur, wenn es drauf ankam. Er hat sich durchgesetzt, er hat alles andere zurückgesetzt. Er war schon besessen und getrieben von seiner Idee. Alfred Krupps Ehrgeiz ist rücksichtslos, mitunter sogar brutal. Doch damit ist er erfolgreich. Das Unternehmen produziert in großem Stil und steigert regelmäßig die Gewinne. Das Essener Werk steht nicht still. Als Manager mit einem besonderen Gespür findet Alfred immer wieder krisensichere Aufträge. So brauchen die deutschen Kleinstaaten Münzen. Krupp prägt sie. Die deutschen Bürgerhaushalte wollen Essbestecke. Krupp formt sie. Der Name Krupp wird zum Markenzeichen für beste Qualität, made in Germany.
Erst als die Preußen neue Kanonen brauchen, bekommt er in Jakob Meyer einen ernstzunehmenden Mitbewerber. Brandenburg, angenommen, wir wollen Kanonen schmieden. Wie lange dauert das? Vielleicht eine Woche. Eine ganze Woche. Kanonen sind schwieriger herzustellen als Münzen oder Besteckteile. Schon allein wegen ihrer Form und Größe. Zudem braucht Meyer für das anspruchsvolle Projekt jede Menge Tontiegel. Und nicht zuletzt kostet das Ausschmieden mehr Zeit und Geld. Wenn Meyer das Geschäft mit den Kanonen machen will, muss er sich etwas einfallen lassen. Jetzt kommt's. Jetzt kommt die entscheidende Überlegung. Kann ich denn nicht in Formen das, den Stahl direkt vergießen? Und wenn wir sie nicht schmieden, sondern in einem Stück gießen, wie lange dauert das? Ein, zwei Stunden vielleicht. Wenn es jetzt gelingt, das Rohr gleich hohl zu gießen, geht's natürlich viel schneller. Eine Stunde gegen eine Woche, das ist die Idee. Wir gießen die Dinger direkt in große Formen. Das war technisch klar. Wer das kann, wenn das gelingt, die haben einen Vorsprung. Das ist es. Meyer nennt seine revolutionäre Idee Stahlformguss. Endlich ist der Krupp einen Schritt voraus. Selbst 150 Jahre später stellt das Verfahren noch immer eine Herausforderung dar. Stahlformguss heißt, Roheisen zu Stahl veredeln, die gewünschte Form bauen, und zwar millimetergenau, und dann den Stahl im richtigen Moment in Form gießen. In diesem Fall zu einer haushohen Turbinenhülle. Bei der Linzer Firma Voestalpine steht die Fertigung von 4 Turbinenhüllen auf dem Programm. Die erste heiße Phase beginnt bereits Stunden vorher im Hochofen. In einem überdimensionalen Tiegel werden Erze für die Weiterverarbeitung zu Roheisen geschmolzen. Ist das Material flüssig und der Ofen voll, meldet ein elektronisches Signal, Achtung, jetzt wegbleiben, Funkenschlag. Dann übernehmen die Männer am Hochofen das Kommando. Kein Job für Weicheier, trotz moderner Technik. Bei glühender Hitze müssen die Spezialisten die Schmelze abstechen. Und das kann jederzeit gefährlich werden. Wenn das Roheisen in die Pfannen fließt, ist es 1400 Grad heiß. Feuerfeste Mäntel und Spezialhelme schützen die Arbeiter. Immerhin. Vor 150 Jahren gab es nur einfache Lederschürzen. Die ersten Chargen Roheisen werden in riesigen Pfannen weitertransportiert. Exakt 3 Kilometer pro Stunde. Langsam. Nichts darf überlaufen. Die Masse darf aber auch nicht zu kalt werden. Im Takt wird das Rohmaterial in den Konverter gegossen. Die Pfannen fahren hin und her. Ein stundenlanger Prozess. Doch nicht immer läuft alles glatt. Ja, er muss Gas geben, gell? Sag's ihm. Da ist bei uns hier, so muss er heute. Er muss schneller fahren mit 3 km mit der Sommerfahrt. Der Steuermann erhöht sofort das Tempo. Das Timing stimmt nicht. Deshalb sind die Pfannen nicht rechtzeitig wieder am Ofen, um die nächste heiße Ladung aufzufangen. Okay, da. Passt schon. Problem gelöst. Der Abstich ist aber nur der Auftakt für den Guss. Erst im sogenannten Konverter wird aus Roheisen Stahl. Der Stahl lebt. Es fließt was dabei und es bewegt sich was. Und ja, das ist einfach furchtbar schön. In etwa 6 Stunden findet der Guss statt. So lange dauert es, das Roheisen zu Stahl zu kochen. Dabei müssen Temperatur und Mischung der einzelnen Metalle perfekt stimmen. Man muss sich das vorstellen, wie wenn ich zum Beispiel daheim was koche. Also ich habe zum Beispiel jetzt ein Menü, das möchte ich zusammenstellen. Ich schaue mir das an und möchte sagen, ja, da kommt jetzt diese Prise noch hinein, um im Endeffekt dann eben das Optimalste hier rauszuholen.
Längst wird der komplizierte Kochprozess von Computern gesteuert und überwacht. Fehler dürfen nicht passieren, sonst hat der Stahl am Ende nicht die geforderten Eigenschaften. Im ersten Schritt werden Tonnen von Eisenschrott in den Konverter geschüttet. Das muss sein, um das Roheisen abzukühlen. Denn danach wird Sauerstoff in den Behälter geblasen. Und der lässt die Temperatur wieder um mehrere hundert Grad ansteigen. Der Sauerstoff verringert die Anteile von Phosphor und Schwefel. Sie würden den Stahl spröder machen. In dem hochkomplexen Prozess entsteht die Grundsubstanz für die mehr als 2000 Stahlsorten, die aktuell auf dem Markt sind. Danach werden weitere Metalle wie Nickel oder Mangan dazu legiert, je nach Einsatzgebiet des Stahls. Metallurgie nennt man diese hohe Kunst. Vor 150 Jahren hatte man davon nur wenig Ahnung. Was Jakob Meyer jedoch nicht davon abhält, seine Kanonen aus Stahlguss, die er noch gar nicht hat, bei den Preußen großspurig anzupreisen. Es gehört zu einem erfolgreichen Unternehmer immer dazu, im rechten Moment am rechten Ort richtig anzugeben. Meyer behauptet, seine Kanonen würden niemals reißen. Sein Gussstahl sei besonders zäh. In Wirklichkeit ein zielgerichteter Bluff. Wer da sich also an der Rüstungsproduktion beteiligte, galt auch als ein Patriot, kriegte also ein besonderes Ansehen, darf man ja auch nicht vergessen. Und damit würde der kleine Stahlunternehmer Jakob Meyer in die Sphären von Alfred Krupp aufsteigen, was dem überhaupt nicht passt. Tja, Herr Meyer hat uns ein interessantes Angebot gemacht. Kanonen aus Tegelstahl, aus einem Stück gegossen. Stahl ist zweifellos der beste Werkstoff. Aber er muss richtig bearbeitet werden. Ich halte nichts von derartigen Träumereien der Konkurrenz. Gar nichts. Für Krupp war es nun ganz wichtig, sich diese lästige Konkurrenz vom Hals zu halten. Sehen Sie sich das an. Geschmiedet. Schönes Stück. Und es funktioniert absolut tadellos. Waffen muss man schmieden, nicht gießen. Glauben Sie mir. Ich weiß, wovon ich spreche. Wenn der große Krupp sagt, wartet nicht auf den Meyer und wenn, dann ist er nur ein Pfuscher, dann hatte das schon durchaus Gewicht. Denn Krupp hatte was zu zeigen. Meyer hatte noch nichts zu zeigen. Meyer muss sein Versprechen einlösen. Er hat weder Geld noch viele Helfer. Er hat nur seinen wachen Erfindergeist. Jetzt experimentiere ich weiter und erfinde den Formstoff, der es möglich macht, dass ich den flüssigen Stahl gleich in Formen gieße. Klingt einfach, ist aber die Krux im Stahlformguss. Am Anfang muss es die Form des Stahls halten. Aber in dem Maße, wie der Stahl fest wird und sich zusammenzieht, muss es dem nachgeben können. Also man braucht eine Form, die mitarbeitet mit dem Stahl. Extrem anspruchsvoll. Niemand hat das bisher geschafft. Auch Meyer experimentiert lange, bis er den Grundstoff, ein Gemisch aus Sand und Ton, für die Form findet. Kommt her, alle herkommen! Was Meyer seiner Mannschaft verkündet, klingt wie ein Kochrezept. Erhitzte Tonerde, Bierhefe für die Form. Eiweiß hält sie zusammen. Innen ist die Form mit Graphit, Kohle und Wasser beschichtet. Wir haben alles für die Form, Männer. Das war die Erfindung, die große Erfindung. Denn mit der richtigen Beschichtung lässt sich das Gussstück wieder sauber aus der Form lösen. Das sind wirkliche Pioniere. Die haben halt mit ihren Mitteln das versucht, was sie erreichen können. Und die haben natürlich Gewaltiges erreicht. Bis heute wird bei Voestalpine im österreichischen Linz die Gussform nach dem Meyerschen Prinzip aus Sand gebaut. Nur sind die Formen heute weitaus komplizierter als damals. Wenn man sich da vorstellt, eine Kugel abzugießen, ist verhältnismäßig einfach. Wenn man sich aber die komplizierten Dampfturbinen und Gasturbinen anschaut, da ist das jedes Mal eine riesige Herausforderung. Man muss als Gießer sehr kreativ sein. Ein Turbinengehäuse besteht aus vielen Windungen, Kanten und Oberflächen.
Trotzdem muss der Guss auf den Millimeter genau sein. Dafür brauchen die Gießer zunächst einmal ein passgenaues Modell. Es wird über mehrere Wochen hinweg aus Holz gebaut. Und zwar fast ausschließlich von Hand. Nur dort, wo die Handarbeit nicht mehr präzise genug ist, übernehmen Maschinen den Job. Das Holzmodell ist aber noch längst nicht alles. Es liefert bloß die Vorlage für die eigentliche Gussform. Und die wird im nächsten Schritt hergestellt. Ein Kran bringt die haushohe Holzhülle in Position. Im Anschluss wird sie fixiert. Das Modell darf nicht einen Millimeter verrücken, wenn der Spezialsand darüber geschüttet wird. Schicht um Schicht, bis alles vollständig bedeckt ist. Der Sand ist mit Harz angereichert. In Verbindung mit Luft härtet er schnell aus, ist aber dennoch elastisch genug, um dieselbe Form anzunehmen wie das Holzmodell. Aufschüttung und Aushärtung dauern viele Stunden. Am Ende des Tages ist die Form schließlich startklar für den Stahlguss. Das Konzept hat schon Jakob Meyer vor mehr als 150 Jahren entwickelt. Eingebracht hat es ihm damals vorerst nichts. Im Frühjahr 1849 meldet sich die preußische Regierung nicht in Bochum bei Jakob Meyer, sondern in Essen bei Alfred Krupp. Waffen muss man schmieden, nicht gießen. Krupp hat die Verantwortlichen des preußischen Militärs mit seinem Leitspruch überzeugt. Bereits einige Wochen später, im Juni 1849, fällt der erste Schuss aus einer Kruppschen Stahlkanone. Meyer hat das Duell gegen seinen Kontrahenten verloren. Die Stärksten sind, die aus einer Niederlage einen Ansporn gewinnen, also eine neue. Also nicht sagen, ja, jetzt bin ich unterlegen, jetzt ist die Sache für mich zu Ende, sondern aus der Niederlage heraus dann wieder einen neuen Ansatz finden. Jakob Meyer steckt die Niederlage weg und seiner zukünftigen einen Ring an den Finger. Er heiratet seine große Liebe. Agnes Siebert aus Bonn wird ihm keine Kinder schenken, aber Liebe, Kraft und der Legende nach einen guten Rat. Er soll sich Kapital in die Firma holen. Investoren mit Geld und einem kaufmännischen Händchen, das dem Tüftler Meyer selbst leider fehlt. Meyer hört auf Agnes. Er wandelt seine Firma in eine Aktiengesellschaft um und besorgt sich so frisches Kapital. Damit ist endlich der Weg frei für die Gründung des Bochumer Vereins. Doch Aktionäre wollen auch Renditen sehen. Für Meyer heißt das, die Geschäfte müssen laufen. Der Meyer saß da mit dem nicht ganz so blendenden Ruf und das Einzige, was ihn retten konnte, war liefern. Brandenburg, ich hab was Neues. Mit Kleinkram hat er jetzt nichts mehr am Hut. Das sind ja Kirchenglocken. Gute Idee, nicht? Der ist nicht plötzlich fromm geworden, sondern der wollte einfach zeigen, was er kann. Und so eine Glocke zu gießen ist noch schwerer als eine Kanone, denn sie ist sehr viel größer. Johann, du glaubst es nicht. Jetzt will er Kirchenglocken gießen. Kirchenglocken müssen doch klingen. Auch noch schön. Ganz recht. Herr Meyer, bei Kanonen gibt es wenigstens eine gewisse Fehlertoleranz. Glocken müssen einwandfrei sein. Sie sollen die Leute in die Kirche holen und nicht abschrecken. Hm? Brandenburg, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Das wird großartig. Mit unseren Mitteln sind Glocken nicht zu machen. Das ist viel zu schwer. Was soll das heißen? Bis das funktioniert, müssten wir viel rumprobieren. Das kostet und wir brauchen Stahl, viel Stahl. In unserer Situation, Herr Meyer, kann sich das kein Mensch leisten. Das lassen Sie mal meine Sorge sein. Ja. Man sagt no risk, no fun. Also ein Unternehmer, der sich nicht auf ein Risiko einlässt, der wird auch nicht erfolgreich sein. Damit hat Alfred Krupp nicht gerechnet. Also muss er den lästigen Konkurrenten abschütteln. Egal wie. Eisen kann doch jeder gießen. Das ist ganz einfach. Aber Stahl, Stahl nicht. Meyer betrügt. Hören Sie auf mich.
Ich habe es doch selbst probiert, meine Herren. In vielen Versuchen. Es funktioniert ganz einfach nicht. Meine Herren, ich warne Sie. Wenn Sie alle Ihr sauer verdientes Geld in Meyers Geschäft investieren, dann können Sie es auch gleich zum Fenster hinauswerfen. Dass man sich zum Teil hat, glaube ich, die Methoden überzogen. Und dann wurde die Sache unfair. Meyer und seine Geldgeber nehmen Krupps Schmähreden zunächst einmal sportlich. Ach, diese Sprüche. Wenn wir hier erstmal fertig sind, meine Herren, springt höchstens ein gewisser Krupp zum Fenster raus. Das war schon ein, tja, wir würden heute sagen, ein Hammer. Das war ein Hammer. So ein bisschen durchgeknallt muss man schon sein als großer Erfinder, ansonsten funktioniert das nicht. Der Guss von glühend heißem Stahl ist damals nichts für Angsthasen. Die kochende Schmelze musste von Hand transportiert werden, in unzähligen Tiegeln, die bis zum Rand gefüllt waren. Diese Form hat 1600 Grad. Das ist, als würde man in einem Grill spazieren gehen. Es ist unglaublich heiß, strahlt aus. Und dann darf das um Gottes Willen nicht überschwappen, was da drin ist, durch einen unrhythmischen Gang. Also man muss sehr harmonisch gehen, möglichst die Hüfte immer auf einer Höhe halten. Wie das Balletttänzer sehr gut können, weich abrollenden Gang. Wenn was rausschwappt, dann ist das 1600 Grad heißer Stahl, der sofort alles anzündet, der die Füße verbrennt. Das ist ganz furchtbar. Darf nicht passieren. Und dann darf es keine Naht geben zwischen dem Stahl aus einem Tiegel und dem nächsten Tiegel. Das heißt, die müssen so entleert werden, dass in die Form hinein ein kontinuierlicher Stahlstrom entsteht. Nur wenn jeder Ablauf sitzt, funktioniert Meyers Plan, große Glocken aus einem Guss herzustellen. Ohne Maschine. Heute geht das nur mit schwerem Gerät. Schwerlast-LKW und Kräne transportieren die Gusspfannen zur Form. Tiegelschleppende Handwerker gibt es nicht mehr. Im 21. Jahrhundert ist die Gusspfanne meterhoch und fasst rund 150 Tonnen brodelnden Flüssigstahl. An der Temperatur der Schmelze hat sich seit Meyers Erfindung nichts geändert. Sie beträgt nach wie vor 1600 Grad. Zeigt das Messgerät knapp unter 1600 Grad an, kann der Stahl in die vorbereitete Form gegossen werden. Die Gießer haben ihren großen Auftritt. Stahlformguss heißt Teamwork. Jeder weiß, schon der kleinste Fehler kann das Unternehmen Hunderttausende kosten. Wir stellen keinen Christbaumschmuck her, sondern wir machen richtigen Stahlguss. Und der ist hochkomplex und erfordert präzises Timing. Besonders heikel ist die Phase zwischen Transport und dem eigentlichen Guss. Auf dem Weg kühlt der Stahl mehr und mehr ab. Zwar sinkt die Temperatur pro Minute nur um 1 Grad. Ist die Schmelze aber zu kalt, ist sie für den Guss zu zäh. Es müssen alle Schritte passen. Und in 3 Minuten haben sie nicht viel Zeit, etwas zu korrigieren. Wenn da oft auch was passiert, dann passiert es. Und sie können es meistens nicht korrigieren. Der Transporter ist rechtzeitig zur Stelle. Die Form steht bereit, der Stahl hat die richtige Temperatur. Die Gießer machen sich ans Werk. Die Gusspfanne wird aufgeschnitten. Unter großem Getöse strömt der glühende Stahl in die riesige Form für das Turbinengehäuse. Jedes Mal ein Schauspiel. Das Herz liegt mir einfach im Stahl. Also wenn das rausströmt, sage ich, aus der Pfanne und ja, also und es fühlt sich da was, eine Faszination, die das natürlich ausübt.
3 Minuten dauert der Stahlformguss. Für 150 Tonnen Stahl. Durch den Speiser, ein Zuflussrohr, bahnt sich die Flüssigkeit ihren Weg durch alle Windungen und füllt den hohlen Kern vollständig aus. Nahtlos. Ist der Stahl in der Form, beginnen sofort Gase zu entweichen. Tagelang züngeln ihre Flammen an die Oberfläche, bis die Masse vollständig erkaltet ist. Können die Gase nicht raus, kann die Form platzen. Die Turbinenhülle wäre hin. Selbst nach dem Guss haben die Männer noch alle Hände voll zu tun. Damit der Stahl oben an den Öffnungen nicht schneller erkaltet als ganz unten in der Form, schütten die Gießer jede Menge Sand auf. Die Abdeckung verhindert, dass die Hitze zu schnell nach oben entweicht und garantiert, dass die Masse gleichmäßig abkühlt. In der Gusspfanne bleibt nur die sogenannte Schlacke übrig. Abfallstoffe, die zum Teil aufbereitet und wieder verwertet werden. Für die Gießer gibt es erst einmal nichts mehr zu tun. Jetzt können sie nur noch abwarten. Es ist ja eben diese Komplexität, die eben diesen Stahlguss ausmacht, also eben diese gewisse Herausforderung. Und wenn jetzt da hier irgendwas vergessen wird, also kann natürlich es dann sein, dass schlussendlich dann das ganze Gussstück dann verworfen wird, also sprich dann verschrottet werden muss. Das sehen die Stahlwerker aber erst nach einer Woche. So lange dauert es, bis die Turbinenhülle hart genug ist. Der nächste Akt beginnt und der offenbart, ob sich die ganze Arbeit gelohnt hat. Die Stunde der Wahrheit ist gekommen, wenn der Kran das Werkstück aus seinem Sandbett hebt. 150 Tonnen Stahl in einem Stück gegossen. Am Schluss landet die riesige Hülle bei einem Stromerzeuger. Ihre Lebensdauer beträgt mindestens 30 Jahre, vom Hersteller garantiert. Noch ist die Turbinenhülle hochempfindlich und längst nicht fertig zur Auslieferung. Bevor es ins Kraftwerk geht, steht ihr noch eine längere Prozedur bevor. Auf dem Programm steht eine intensive Nachbehandlung. Im Moment ähnelt die Turbinenhülle einem Rohdiamanten, dem der letzte Schliff fehlt. Deshalb wird gesäubert, nach Rissen gesucht und überstehende Kanten mit dem Schweißgerät abgeschnitten. Am Schluss erfolgt die Wärmebehandlung. Das Verfahren in der Hitzekammer ist unerlässlich. Es entscheidet über die Eigenschaften des Metalls. Stahl ist schließlich nicht gleich Stahl. Es gibt mehr als 2000 unterschiedliche Sorten, je nach Einsatzgebiet. Stabil und flexibel zugleich. So soll die Hülle sein, wenn sie später im Kraftwerk den Urgewalten einer rotierenden Gasturbine ausgesetzt ist. Ein letztes Mal abkühlen. Eine letzte Prüfung. Das Ergebnis der monatelangen Arbeit kann sich sehen lassen. Der Formguss für den Stahlkoloss ist perfekt gelungen. Hightech-Maschinen, Computer und jahrzehntelange Erfahrung machen es heute möglich, Stahlprodukte in nahezu jede Form und Größe zu gießen. Mit den Methoden des 19. Jahrhunderts aber war das undenkbar. Vor allem, wenn es um die Herstellung einer Kirchenglocke ging. Sie haben dafür Modelle, Sie haben Simulationen, Sie können Vorhersagen treffen. Wenn ich mir vorstelle, so vor 150 Jahren, die Leute haben ja diese Möglichkeiten, die wir heutzutage haben, nicht gehabt. Ja, die haben das mit einfachsten Mitteln erzeugen müssen. Flüssigen Stahl in Form zu gießen, Jakob Meyer und seine Leute leisten Pionierarbeit. Das ist einfach großes Ballett. Das muss geübt werden. Das wird vorher ganz viel kalt geübt und dann wird es einmal gemacht für den Guss. Und der Ballettmeister, der heißt natürlich nicht so, das ist der Gießmeister. Der achtet darauf, dass dieser völlig glatte, harmonische Fluss entsteht und dirigiert die Leute. Zackiger! Hier alles in Ordnung? Ihr zwei! Thank you.
Das Ergebnis seiner Gießkunst präsentiert der Bochumer Erfinder auf der größten Leistungsschau seiner Zeit, der Weltausstellung in Paris 1855. Seine Glocke aus Stahlguss ist die Sensation. Unglaublich! Das ist unfassbar! Aus einem Stück gegossen, sagen Sie? Ungeheuerlich, Herr Meier. Ich danke Ihnen, mein Herr. Vielen Dank. Das freut mich. Nur einer kann sich nicht freuen. Alfred Krupp. Sonst ist er es, der die Zuschauer staunen lässt. Der große Krupp war natürlich auch in Paris vertreten. Und wenn ich mir das heute vorstelle, was da passiert ist, das ist unglaublich. Ich bitte Sie, meine Herren. Das ist doch offensichtlich minderwertiges Roheisen. Roheisen zu gießen, das kann doch jedes Kind. Lieber Herr Krupp, was bringt Sie zu dieser, wie soll ich sagen, üblen Anschuldigung? Das ist doch ganz einfach. Gussstahl kann nicht in solche Form gegossen werden. Das ist unmöglich. Absolut unmöglich. Vielleicht können Sie es nicht, Herr Krupp. Wer behauptet, Stahl in Formen gießen zu können, ist ein Scharlatan übelster Sorte. Dieser Neuankömmling Meier behauptet, etwas zu können, was er, Krupp, der schon viel länger im Geschäft ist, nicht kann. Und so einem, verzeihen Sie, Großmaul, muss man einfach über die Gosche fahren. Sie nennen mich also einen Scharlatan? Ja, Scharlatan, Hochstapler, Betrüger. Nennen Sie es doch, wie Sie wollen. Dann beweise ich Ihnen, dass ich kein Scharlatan, Hochstapler oder Betrüger bin. Und das geschah vor der Weltöffentlichkeit auf einer Weltausstellung in Paris. Dann sagte der Meier, gut, ich bin bereit, eine Glocke zu opfern, such eine aus, ich zerschlage die, ich mache Proben daraus vor den Augen der Weltöffentlichkeit. Durch eine Schmiedeprobe beweise ich dir, dass das Stahl ist. Wie Jakob Meier sein Können unter Beweis stellt, das ist dem Bochumer Stahlwerk sogar einen eigenen Film wert. Wenn die Glocke tatsächlich aus Stahl gegossen ist, wie Meier behauptet, kann er das Material wieder einschmelzen und neu verarbeiten. Mit Roheisen geht das nicht. Nach der Weltausstellung kehrt der Erfinder in sein Bochumer Werk zurück. Dort weiß niemand, dass der Unternehmer vom großen Konkurrenten Krupp angeschwärzt wurde. Und auch nicht, dass Meier ihn in die Knie gezwungen hat. Im Namen des französischen Kaisers überreicht die Ehrenmedaille für die Erfindung des Stahlformgusses. Jakob Meier am Ziel seiner Träume. Der Meier war der große Mann. Denn nur die besten Erfindungen werden honoriert. Jetzt sind wir jemand. Jetzt sind wir im Geschäft. Jetzt hat sich der Aufwand endlich gelohnt für uns alle. Glück auf, Männer! In Essen hingegen herrscht wochenlang schlechte Stimmung. Der große Alfred Krupp ist vor der Weltöffentlichkeit bis auf die Knochen blamiert. Zudem ist er in Paris leer ausgegangen. Ärgerlich für den Stahlgiganten, aber kein Grund zu kapitulieren. Es war für Krupp sicher peinlich, aber nach wie vor war Krupp die größte Stahlfabrik in Deutschland, die erfolgreichste Stahlfabrik in Deutschland. Und sowas steckt man dann weg, so wie heute eine Autofirma eine Rückrufaktion für 1 Million Modelle auch irgendwie wegsteckt. Ist eine dumme Sache, war ein schlechter Herbst, aber im nächsten Frühjahr wird weiterverkauft. Kurz darauf macht Krupp das Geschäft seines Lebens. Er schmiedet nahtlose Stahlräder für die staatliche Eisenbahngesellschaft. Auf die Erfindung ist Alfred so stolz, dass er 3 ineinander verschlungene Stahlringe zum Firmenlogo macht. Bis heute heißt die Firma ja Fried Krupp, nach dem Gründer, aber jeder denkt, wenn er an einen Krupp denkt, immer an Alfred. 1867 kopiert Alfred den Meierschen Stahlformguss. Von der Villa Hügel aus steuert Krupp den Aufstieg seines Unternehmens.
Auch im Krieg. Der Name ist in aller Munde. Alfred Krupp wird der Kanonenkönig genannt. Aber auch seine Nachfolger stehen ihm in nichts nach. Als die Nationalsozialisten die Macht übernehmen, hält man zunächst vornehm Abstand zu Adolf Hitler. Das Geschäft mit den braunen Machthabern verschmäht die Familie trotzdem nicht. Die Millionen für das Rüstungsgeschäft sind zu verlockend. Aber auch Meyerswerk, der Bochumer Verein, mischt kräftig mit. Im Ruhrgebiet wird damals viel Geld verdient. Mit Münzen und Besteck hat Krupp begonnen. Inzwischen gehören die Haushaltswaren aus Edelstahl längst zur Vergangenheit. Nach der Fusion mit Thyssen ist das Unternehmen ein hochmoderner Technologiekonzern mit leistungsstarken Entwicklungsabteilungen. Ein Global Player, der weltweit die Stahlfäden zieht. Der Stahlformguss, die Jahrhunderterfindung von Krupps Gegenspieler Jakob Meyer, spielt in Essen keine große Rolle mehr. Und Jakob Meyer? Er stirbt lange vor seinem Rivalen. Das Unternehmen des genialen Tüftlers aber besteht noch weitere 100 Jahre. Ironie der Geschichte? 1967 wird der Bochumer Verein von der Familie Krupp aufgekauft. Heute ist die Werkshalle eine Industrieruine. Meyers Erfindung lebt woanders weiter. Stahlformguss ist inzwischen eine Sache für wenige Spezialisten, wie bei Voest Alpine im österreichischen Linz. An der Grundidee, Stahl in Form zu gießen, hat sich nach wie vor nichts geändert. Und das nach mehr als 150 Jahren. Welche moderne Technologie kann das von sich behaupten? Der Triumphzug des Stahls ist noch nicht am Ende. Das Metall mit den einzigartigen Eigenschaften rangiert ganz oben in der Weltwirtschaft. Ohne Stahl geht nichts. Die Hülle aus Linz ist für eine Gasturbine bestimmt. Diese soll künftig Strom für tausende deutsche Haushalte erzeugen. Unter höchsten Belastungen. Über Jahrzehnte. Das wäre nicht möglich ohne die Leistung von zwei Pionieren. Im Stahlkrieg an der Ruhr. Die Idee war ja da. Und für Jakob hat sich die etwas eintönige Uhrmacherlehre doch noch gelohnt. Dass er mit dieser Idee Jahre später gegen einen mächtigen Stahlunternehmer antreten wird, ahnt er nicht. Die beiden wissen nichts voneinander, als sie in die Startlöcher treten. Auch nicht, als Alfred Krupp und Jakob Meyer nach England gehen, um Werksspionage zu betreiben. Die Deutschen im 19. Jahrhundert waren das, was heute Chinesen sind. Das heißt Industriespione auf breiter Front. Man geht dahin, wo es gemacht wird, schreibt alles auf, lernt, wie es geht, bringt es nach Hause und macht es nach. Patentschutz gibt es nicht. Und so versucht Jakob Meyer, Stahl nach englischem Standard zu gießen. Alles kaputt. Ärgerlich. Wir müssen einen Ton finden, der so wie der ist von den Engländern. Herr Meyer! Sehen Sie sich das an! Was ist damit? Der hat keine Risse. Zeig her! Woher hast du den Ton? Aus der Eifel. Aus der Eifel? Brandenburg, das ist er! Das ist ja, unser Ton! Endlich hält Meyer einen feuerfesten Tontiegel in Händen, in dem er seinen Stahl kochen kann. 1842 gelingen dem frisch gebackenen Unternehmer in Bochum die ersten Produkte aus Gussstahl. Und die Qualität kann sich sehen lassen. Chef, schauen Sie. Was gibt's? Aus einem Guss mit Stahl aus den neuen Tiegeln. Ich glaube, die kriegen wir besser hin. Ein Durchbruch. Aber kein großer Vorsprung. Denn im nahen Essen sitzt ein ebenbürtiger Konkurrent. Alfred Krupp lebt für seinen Stahlbetrieb.
Und nur dafür. Seine noch junge Ehe steht nicht zum Besten. Er hat Bertha Eichhoff geheiratet, eine Beamtentochter mit künstlerischer Ader. Wohin zog sie mit ihm nach Essen? In ein Haus, das mitten in der Fabrik stand. Das heißt also in Qualm, in Ruß. Dieser Hammer machte so viel Krach, dass im Haus in den Vitrinenschränken das Porzellan zerdepperte. Alfred, wieso gehen wir nicht mal wieder ins Konzert? Das hier, meine liebe Bertha. Das ist meine Musik. Ein Leben auf dem Abstellgleis. Auch setzen Staub und Ruß Bertha schwer zu. Am Ende leidet sie an Asthma. Er war stur, wenn es drauf ankam. Er hat sich durchgesetzt, er hat alles andere zurückgesetzt. Er war schon besessen und getrieben von seiner Idee. Alfred Krupps Ehrgeiz ist rücksichtslos, mitunter sogar brutal. Doch damit ist er erfolgreich. Das Unternehmen produziert in großem Stil und steigert regelmäßig die Gewinne. Das Essener Werk steht nicht still. Als Manager mit einem besonderen Gespür findet Alfred immer wieder krisensichere Aufträge. So brauchen die deutschen Kleinstaaten Münzen. Krupp prägt sie. Die deutschen Bürgerhaushalte wollen Essbestecke. Krupp formt sie. Der Name Krupp wird zum Markenzeichen für beste Qualität, made in Germany. Erst als die Preußen neue Kanonen brauchen, bekommt er in Jakob Meyer einen ernstzunehmenden Mitbewerber. Brandenburg, angenommen, wir wollen Kanonen schmieden. Wie lange dauert das? Vielleicht eine Woche. Eine ganze Woche. Kanonen sind schwieriger herzustellen als Münzen oder Besteckteile. Schon allein wegen ihrer Form und Größe. Zudem braucht Meyer für das anspruchsvolle Projekt jede Menge Tontiegel. Und nicht zuletzt kostet das Ausschmieden mehr Zeit und Geld. Wenn Meyer das Geschäft mit den Kanonen machen will, muss er sich etwas einfallen lassen. Jetzt kommt die entscheidende Überlegung. Kann ich denn nicht in Formen das, den Stahl direkt vergießen? Und wenn wir sie nicht schmieden, sondern in einem Stück gießen, wie lange dauert das? Ein, zwei Stunden vielleicht. Wenn es jetzt gelingt, das Rohr gleich hohl zu gießen, geht es natürlich viel schneller. Eine Stunde gegen eine Woche, das ist die Idee. Wir gießen die Dinger direkt in große Formen. Das war technisch klar. Wer das kann, wenn das gelingt, die haben einen Vorsprung. Das ist es. Meyer nennt seine revolutionäre Idee Stahlformguss. Endlich ist der Krupp einen Schritt voraus. Selbst 150 Jahre später stellt das Verfahren noch immer eine Herausforderung dar. Stahlformguss heißt, Roheisen zu Stahl veredeln, die gewünschte Form bauen, und zwar millimetergenau, und dann den Stahl im richtigen Moment in Form gießen. In diesem Fall zu einer haushohen Turbinenhülle. Bei der Linzer Firma Voestalpine steht die Fertigung von 4 Turbinenhüllen auf dem Programm. Die erste heiße Phase beginnt bereits Stunden vorher im Hochofen. In einem überdimensionalen Tiegel werden Erze für die Weiterverarbeitung zu Roheisen geschmolzen. Ist das Material flüssig und der Ofen voll, meldet ein elektronisches Signal, Achtung, jetzt wegbleiben, Funkenschlag. Dann übernehmen die Männer am Hochofen das Kommando. Kein Job für Weicheier, trotz moderner Technik. Bei glühender Hitze müssen die Spezialisten die Schmelze abstechen. Und das kann jederzeit gefährlich werden. Wenn das Roheisen in die Pfannen fließt, so die große Erfindung. Denn mit der richtigen Beschichtung lässt sich das Gussstück wieder sauber aus der Form lösen. Das sind wirkliche Pioniere. Die haben halt mit ihren Mitteln das versucht, was sie erreichen können. Und die haben natürlich Gewaltiges erreicht.
Bis heute wird bei Voestalpine im österreichischen Linz die Gussform nach dem Mayerschen Prinzip aus Sand gebaut. Nur sind die Formen heute weitaus komplizierter als damals. Wenn man sich da vorstellt, eine Kugel abzugießen, ist verhältnismäßig einfach. Wenn man sich aber die komplizierten Dampfturbinen und Gasturbinen anschaut, da ist das jedes Mal eine riesige Herausforderung. Man muss als Gießer sehr kreativ sein. Ein Turbinengehäuse besteht aus vielen Windungen, Kanten und Oberflächen. Trotzdem muss der Guss auf den Millimeter genau sein. Dafür brauchen die Gießer zunächst einmal ein passgenaues Modell. Es wird über mehrere Wochen hinweg aus Holz gebaut. Und zwar fast ausschließlich von Hand. Nur dort, wo die Handarbeit nicht mehr präzise genug ist, übernehmen Maschinen den Job. Das Holzmodell ist aber noch längst nicht alles. Es liefert bloß die Vorlage für die eigentliche Gussform. Und die wird im nächsten Schritt hergestellt. Ein Kran bringt die haushohe Holzhülle in Position. Im Anschluss wird sie fixiert. Das Modell darf nicht einen Millimeter verrücken, wenn der Spezialsand darüber geschüttet wird. Schicht um Schicht, bis alles vollständig bedeckt ist. Der Sand ist mit Harz angereichert. In Verbindung mit Luft härtet er schnell aus, ist aber dennoch elastisch genug, um dieselbe Form anzunehmen wie das Holzmodell. Aufschüttung und Aushärtung dauern viele Stunden. Am Ende des Tages ist die Form schließlich startklar für den Stahlguss. Das Konzept hat schon Jakob Meyer vor mehr als 150 Jahren entwickelt. Eingebracht hat es ihm damals vorerst nichts. Im Frühjahr 1849 meldet sich die preußische Regierung nicht in Bochum bei Jakob Meyer, sondern in Essen bei Alfred Krupp. Waffen muss man schmieden, nicht gießen. Krupp hat die Verantwortlichen des preußischen Militärs mit seinem Leitspruch überzeugt. Bereits einige Wochen später, im Juni 1849, fällt der erste Schuss aus einer Kruppschen Stahlkanone. Meyer hat das Duell gegen seinen Kontrahenten verloren. Die Stärksten sind, die aus einer Niederlage einen Ansporn gewinnen, also eine neue. Also nicht sagen, ja, jetzt bin ich unterlegen, jetzt ist die Sache für mich zu Ende, sondern aus der Niederlage heraus dann wieder einen neuen Ansatz finden. Jakob Meyer steckt die Niederlage weg und seiner zukünftigen einen Ring an den Finger. Er heiratet seine große Liebe. Agnes Siebert aus Bonn wird ihm keine Kinder schenken, aber Liebe, Kraft und der Legende nach einen guten Rat. Er soll sich Kapital in die Firma holen. Investoren mit Geld und einem kaufmännischen Händchen, das dem Tüftler Meyer selbst leider fehlt. Meyer hört auf Agnes. Er wandelt seine Firma in eine Aktiengesellschaft um und besorgt sich so frisches Kapital. Damit ist endlich der Weg frei für die Gründung des Bochumer Vereins. Doch Aktionäre wollen auch Renditen sehen. Für Meyer heißt das, die Geschäfte müssen laufen. Der Meyer saß da mit dem nicht ganz so blendenden Ruf und das Einzige, was ihn retten konnte, war liefern. Brandenburg, ich hab was Neues. Mit Kleinkram hat er jetzt nichts mehr am Hut. Das sind ja Kirchenglocken. Gute Idee, nicht? Der ist nicht plötzlich fromm geworden, sondern der wollte einfach zeigen, was er kann. Und so eine Glocke zu gießen ist noch schwerer als eine Kanone, denn sie ist sehr viel größer. Johann, du glaubst es nicht. Jetzt will er Kirchenglocken gießen. Kirchenglocken müssen doch klingen. Auch noch schön. Ganz recht. Herr Meyer, bei Kanonen gibt es wenigstens eine gewisse Fehlertoleranz. Glocken müssen einwandfrei sein. Sie sollen die Leute in die Kirche holen und nicht abschrecken. Hm? Brandenburg, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Das wird großartig. Mit unseren Mitteln sind Glocken nicht zu machen. Das ist viel zu schwer.
Was soll das heißen? Bis das funktioniert, müssten wir viel rumprobieren. Das kostet und wir brauchen Stahl, viel Stahl. In unserer Situation, Herr Meier, kann sich das kein Mensch leisten. Das lassen Sie mal meine Sorge sein. Ja? Man sagt, no risk, no fun. Also ein Unternehmer, der sich nicht auf ein Risiko einlässt, der wird auch nicht erfolgreich sein. Damit hat Alfred Krupp nicht gerechnet. Also muss er den lästigen Konkurrenten abschütteln. Egal wie. Eisen kann doch jeder gießen. Das ist ganz einfach. Aber Stahl, Stahl nicht. Meier betrügt. Hören Sie auf mich. Ich habe es doch selbst probiert, meine Herren. In vielen Versuchen. Es funktioniert ganz einfach nicht. Meine Herren, ich warne Sie. Wenn Sie alle Ihr sauer verdientes Geld in Meyers Geschäft investieren, dann können Sie es auch gleich zum Fenster hinauswerfen. Dass man sich zum Teil hat, glaube ich, die Methoden überzogen. Und dann wurde die Sache unfair. Meier und seine Geldgeber nehmen Krupps Schmähreden zunächst einmal sportlich. Ach, diese Sprüche. Wenn wir Stahl. Ein Kraftprotz unter den Werkstoffen. Er steht für den industriellen Fortschritt von gestern, heute und morgen. Stahl ist der Superstar der Moderne. Und er steht für eine große deutsche Dynastie. Alfred Krupp ist ein Pionier, der die Stahlverarbeitung zu seiner Passion gemacht hat. Das ist meine Musik. Und die spielt in Essen, dem Firmensitz des alteingesessenen Imperiums. Er war schon besessen und getrieben von seiner Idee. Genauso wie sein Gegenspieler. Jakob Meier will das Unmögliche wagen und Stahl in Form gießen. Kommt her, alle herkommen! So ein bisschen durchgeknallt muss man schon sein als großer Erfinder. Der große Alfred Krupp glaubt nicht an Meyers Vision. Meier betrügt. Hören Sie auf mich. Dann wurde die Sache unfair. Sie nennen mich also einen Scharlatan? Ja, Scharlatan. Das war ein Hammer. Zwei Rivalen, die gegensätzlicher nicht sein könnten. Eine umstrittene Erfindung und ein revolutionärer Weg, Stahl zu zähmen. Als am 8. Oktober 1826 der Stahlfabrikant Friedrich Krupp in Essen stirbt, läutet auch über seiner Firma das Totenglöcklein. Verehrteste Frau Krupp, ich möchte mein herzliches Beileid Ihnen und Ihrer Familie. Ich danke Ihnen vielmals. Für den ältesten Sohn brechen harte Zeiten an. Alfred ist gerade mal 14, als er den Vater verliert. Das Erbe bestand aus einem winzigen Häuschen, drei Geschwister, die er versorgen musste, eine Handvoll Arbeitern und Schulden. Schulden, die, wenn wir die nach heutiger Währung umrechnen würden, etwa 1 Million Euro betrügen. Hoffnungslos überschuldet. Jeder andere hätte das Unternehmen zugemacht. Doch die Stahlfabrik für immer dicht zu machen, kommt für Alfred und seine Mutter nicht in Frage. Selbst in der größten Trauer kämpft Theresia Krupp um jeden Kunden. Warten Sie. Mein Mann kannte das Rezept für Gussstahl. Verehrteste, ich bitte Sie. Glauben Sie mir. Er hat es meinem ältesten Sohn verraten. Ja, Frau Krupp. Niemand will der Witwe glauben. Mit seinen ruinösen Geschäften hat ihr Mann das Ansehen der Familie schwer beschädigt. Es liegt jetzt an Alfred, den guten Ruf der Familie wiederherzustellen. Der Teenager hat weder Geld noch eine Ausbildung. Aber er ist ehrgeizig. Er wollte natürlich beweisen, dass die Familie keine Versager sind. Alfred fasst einen Entschluss. Er will die Nummer 1 der Stahlunternehmer werden. Aber nicht in Deutschland, sondern in Großbritannien sitzen die Meister ihres Fachs. In den Hütten von Sheffield entstehen die besten Stahlprodukte der Welt. Die Engländer haben längst erkannt, Stahl ist der Werkstoff der Zukunft. Nach einem Geheimverfahren legieren sie flüssiges Eisen mit anderen Metallen, bis der Werkstoff entsteht, den das Industriezeitalter so dringend braucht.
Stahl ist viel härter und flexibler als Eisen. Er kann immer wieder eingeschmolzen und bearbeitet werden. Schmieden und pressen, formen und walzen. Die ersten Erzeugnisse sind klein, aber fein. Englisches Uhrmacherwerkzeug erobert schon bald den Weltmarkt. Auch deutsche Handwerksbetriebe benutzen die filigranen Instrumente von der Insel. Die meisten allerdings nur widerwillig. Ach, Engländer. Die Briten bleiben nicht bei kleinem Werkzeug. Schon bald liefern sie auch den Stahl für die Schwerindustrie. Die vorbeifahrenden Schiffe auf dem Rhein sind für den Uhrmacherlehrling Jakob Meyer der Höhepunkt des Tages. Ist das Stahl? Viel härter und besser als unser Eisen. Die Rezeptur des britischen Stahls kennen die Deutschen damals nicht. Das Geheimnis wird streng gehütet. Und die Engländer lassen sich ihren Wettbewerbsvorteil teuer bezahlen. Onkel, wie kriegen die das hin? Wenn ich das wüsste, müsste ich es denen nicht für viel, viel Geld teuer abkaufen. Viel zu viel Geld für mich, verflixt und zugenäht. Was viele Kleinbetriebe an den Rand ihrer Existenz bringt. Feinmechanische Instrumente mussten aus reinem Stahl gemacht werden. Die waren darauf angewiesen. Eines Abends wird der junge Jakob Meyer Zeuge eines kleinen Experiments. Der Uhrmacher will die sündhaft teuren Werkzeuge auf eigene Faust herstellen. Er beobachtet, wie sein Onkel eine zerbrochene Zange einschmilzt. Den flüssigen Stahl gießt er direkt in eine selbstgemachte Form. Ohne Walzen, ohne Schmieden, ohne Zwischenschritte. Jakob ist völlig gebannt. Die Idee seines Meisters, flüssigen Stahl direkt in eine Form zu gießen, hält er für genial. Dieser Lehrmeister hat nicht viel zustande gebracht. Und Meyer sagte später, er hätte ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Aber wir hier erst mal fertig sind, meine Herren. Springt höchstens ein gewisser Krupp zum Fenster raus. Das war schon ein, tja, wir würden heute sagen, ein Hammer. Das war ein Hammer. So ein bisschen durchgeknallt muss man schon sein als großer Erfinder. Ansonsten funktioniert das nicht. Der Guss von glühend heißem Stahl ist damals nichts für Angsthasen. Die kochende Schmelze musste von Hand transportiert werden, in unzähligen Tiegeln, die bis zum Rand gefüllt waren. Diese Form hat 1600 Grad. Das ist, als würde man in einem Grill spazieren gehen. Es ist unglaublich heiß, strahlt aus. Und dann darf das um Gottes Willen nicht überschwappen, was da drin ist, durch einen unrhythmischen Gang. Also man muss sehr harmonisch gehen, möglichst die Hüfte immer auf einer Höhe halten, wie das Balletttänzer sehr gut können, weich abrollenden Gang. Wenn was rausschwappt, dann ist das 1600 Grad heißer Stahl, der sofort alles anzündet, der die Füße verbrennt. Das ist ganz furchtbar. Darf nicht passieren. Und dann darf es keine Naht geben zwischen dem Stahl aus einem Tiegel und dem nächsten Tiegel. Das heißt, die müssen so entleert werden, dass in die Form hinein ein kontinuierlicher Stahlstrom entsteht. Nur wenn jeder Ablauf sitzt, funktioniert Meyers Plan, große Glocken aus einem Guss herzustellen. Ohne Maschine. Heute geht das nur mit schwerem Gerät. Schwerlast-Lkw und Kräne transportieren die Gusspfannen zur Form. Tiegelschleppende Handwerker gibt es nicht mehr. Im 21. Jahrhundert ist die Gusspfanne meterhoch und fasst rund 150 Tonnen brodelnden Flüssigstahl.
Doch an der Temperatur der Schmelze hat sich seit Meyers Erfindung nichts geändert. Sie beträgt nach wie vor 1600 Grad. Zeigt das Messgerät knapp unter 1600 Grad an, kann der Stahl in die vorbereitete Form gegossen werden. Die Gießer haben ihren großen Auftritt. Stahlformguss heißt Teamwork. Jeder weiß, schon der kleinste Fehler kann das Unternehmen Hunderttausende kosten. Wir stellen keinen Christbaumschmuck her, sondern wir machen richtigen Stahlguss. Und der ist hochkomplex und erfordert präzises Timing. Besonders heikel ist die Phase zwischen Transport und dem eigentlichen Guss. Auf dem Weg kühlt der Stahl mehr und mehr ab. Zwar sinkt die Temperatur pro Minute nur um 1 Grad. Ist die Schmelze aber zu kalt, ist sie für den Guss zu zäh. Es müssen alle Schritte passen. Und in 3 Minuten haben sie nicht viel Zeit, etwas zu korrigieren. Wenn da oft auch was passiert, dann passiert es. Und sie können es meistens nicht korrigieren. Der Transporter ist rechtzeitig zur Stelle. Die Form steht bereit, der Stahl hat die richtige Temperatur. Die Gießer machen sich ans Werk. Die Gusspfanne wird aufgeschnitten. Unter großem Getöse strömt der glühende Stahl in die riesige Form für das Turbinengehäuse. Jedes Mal ein Schauspiel. Das Herz liegt mir einfach im Stahl. Also, wenn das rausströmt, sage ich, aus der Pfanne, und ja, also, und es fühlt sich da was, eine Faszination, die das natürlich ausübt. 3 Minuten dauert der Stahlformguss. Für 150 Tonnen Stahl. Durch den Speiser, ein Zuflussrohr, bahnt sich die Flüssigkeit ihren Weg durch alle Windungen und füllt den hohlen Kern vollständig aus. Nahtlos. Ist der Stahl in der Form, beginnen sofort Gase zu entweichen. Tagelang züngeln ihre Flammen an die Oberfläche, bis die Masse vollständig erkaltet ist. Können die Gase nicht raus, kann die Form platzen. Die Turbinenhülle wäre hin. Selbst nach dem Guss haben die Männer noch alle Hände voll zu tun. Damit der Stahl oben an den Öffnungen nicht schneller erkaltet als ganz unten in der Form, schütten die Gießer jede Menge Sand auf. Die Abdeckung verhindert, dass die Hitze zu schnell nach oben entweicht und garantiert, dass die Masse gleichmäßig abkühlt. In der Gusspfanne bleibt nur die sogenannte Schlacke übrig. Abfallstoffe, die zum Teil aufbereitet und wieder verwertet werden. Für die Gießer gibt es erst einmal nichts mehr zu tun. Jetzt können sie nur noch abwarten. Es ist ja eben diese Komplexität, die eben diesen Stahlguss ausmacht, also eben diese gewisse Herausforderung. Und wenn jetzt da hier irgendwas vergessen wird, also kann natürlich es dann sein, dass schlussendlich dann das ganze Gussstück dann verworfen wird, also sprich dann verschrottet werden muss. Das sehen die Stahlwerke aber erst nach einer Woche. So lange dauert es, bis die Turbinenhülle hart genug ist. Der nächste Akt beginnt und der offenbart, ob sich die ganze Arbeit gelohnt hat. Die Stunde der Wahrheit ist es 1400 Grad heiß. Feuerfeste Mäntel und Spezialhelme schützen die Arbeiter. Immerhin. Vor 150 Jahren gab es nur einfache Lederschürzen. Die ersten Chargen Roheisen werden in riesigen Pfannen weitertransportiert. Exakt 3 Kilometer pro Stunde. Langsam. Nichts darf überlaufen. Die Masse darf aber auch nicht zu kalt werden. Im Takt wird das Rohmaterial in den Konverter gegossen. Die Pfannen fahren hin und her. Ein stundenlanger Prozess. Doch nicht immer läuft alles glatt. Ja, er muss Gas geben, gell? Sagst du ihm's? Da aufs Feuer siehst, da muss er halt
Dann muss schneller fahren, wir 3 km/h mit der fahren. Der Steuermann erhöht sofort das Tempo. Das Timing stimmt nicht. Deshalb sind die Pfannen nicht rechtzeitig wieder am Ofen, um die nächste heiße Ladung aufzufangen. Okay, da. Passt schon. Problem gelöst. Der Abstich ist aber nur der Auftakt für den Guss. Erst im sogenannten Konverter wird aus Roheisen Stahl. Der Stahl lebt. Es fließt was dabei und es bewegt sich was. Und ja, das ist einfach furchtbar schön. In etwa 6 Stunden findet der Guss statt. So lange dauert es, das Roheisen zu Stahl zu kochen. Dabei müssen Temperatur und Mischung der einzelnen Metalle perfekt stimmen. Man muss sich das vorstellen, wie wenn ich zum Beispiel daheim was koche. Also ich habe zum Beispiel jetzt ein Menü, das möchte ich zusammenstellen. Ich schaue mir das an und möchte sagen, ja, da kommt jetzt diese Prise noch hinein, um im Endeffekt dann eben das Optimalste hier rauszuholen. Längst wird der komplizierte Kochprozess von Computern gesteuert und überwacht. Fehler dürfen nicht passieren, sonst hat der Stahl am Ende nicht die geforderten Eigenschaften. Im ersten Schritt werden Tonnen von Eisenschrott in den Konverter geschüttet. Das muss sein, um das Roheisen abzukühlen. Denn danach wird Sauerstoff in den Behälter geblasen. Und der lässt die Temperatur wieder um mehrere hundert Grad ansteigen. Der Sauerstoff verringert die Anteile von Phosphor und Schwefel. Sie würden den Stahl spröder machen. In dem hochkomplexen Prozess entsteht die Grundsubstanz für die mehr als 2000 Stahlsorten, die aktuell auf dem Markt sind. Danach werden weitere Metalle wie Nickel oder Mangan dazu legiert, je nach Einsatzgebiet des Stahls. Metallurgie nennt man diese hohe Kunst. Vor 150 Jahren hatte man davon nur wenig Ahnung. Was Jakob Meyer jedoch nicht davon abhält, seine Kanonen aus Stahlguss, die er noch gar nicht hat, bei den Preußen großspurig anzupreisen. Es gehört zu einem erfolgreichen Unternehmer immer dazu, im rechten Moment am rechten Ort richtig anzugeben. Meyer behauptet, seine Kanonen würden niemals reißen. Sein Gussstahl sei besonders zäh. In Wirklichkeit ein zielgerichteter Bluff. Wer da sich also an der Rüstungsproduktion beteiligte, galt auch als ein Patriot, kriegte also ein besonderes Ansehen, das darf man ja auch nicht vergessen. Und damit würde der kleine Stahlunternehmer Jakob Meyer in die Sphären von Alfred Krupp aufsteigen, was dem überhaupt nicht passt. Tja, Herr Meyer hat uns ein interessantes Angebot gemacht. Kanonen aus Tegelstahl, aus einem Stück gegossen. Stahl ist zweifellos der beste Werkstoff. Aber er muss richtig bearbeitet werden. Ich halte nichts von derartigen Träumereien der Konkurrenz. Gar nichts. Für Krupp war es nun ganz wichtig, sich diese lästige Konkurrenz vom Hals zu halten. Sehen Sie sich das an. Geschmiedet. Schönes Stück. Und es funktioniert absolut tadellos. Waffen muss man schmieden, nicht gießen. Glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich spreche. Wenn der große Krupp sagt, wartet nicht auf den Meyer und wenn, dann ist er nur ein Pfuscher, dann hatte das schon durchaus Gewicht. Denn Krupp hatte was zu zeigen. Meyer hatte noch nichts zu zeigen. Meyer muss sein Versprechen einlösen. Er hat weder Geld noch viele Helfer. Er hat nur seinen wachen Erfindergeist. Jetzt experimentiere ich weiter und erfinde den Formstoff, der es möglich macht, dass ich den flüssigen Stahl gleich in Formen gieße. Klingt einfach, ist aber die Krux im Stahlformguss.
Am Anfang muss es die Form des Stahls halten. Aber in dem Maße, wie der Stahl fest wird und sich zusammenzieht, muss es dem nachgeben können. Also man braucht eine Form, die mitarbeitet mit dem Stahl. Extrem anspruchsvoll. Niemand hat das bisher geschafft. Auch Meyer experimentiert lange, bis er den Grundstoff, ein Gemisch aus Sand und Ton, für die Form findet. Kommt her, alle herkommen! Was Meyer seiner Mannschaft verkündet, klingt wie ein Kochrezept. Erhitzte Tonerde, Bierhefe für die Form. Eiweiß hält sie zusammen. Graphit, Kohle. Innen ist die Form mit Graphit, Kohle und Wasser beschichtet. Wir haben alles für die Form, Männer. Das war die Erfindung.